Es ist nicht mehr so wie in der Schule. Man hat nicht mehr diesen Verband. Es kommen Leute von überall her. Man ist offener und man lernt so viele unterschiedliche Menschen kennen. Heutzutage gibt es sehr viele unterschiedliche Berufsmöglichkeiten, weil Biologie sowohl beim Landeskriminalamt gefragt ist, wenn es um DNA-Sequenzvergleichen geht, Täterbestimmung, Vaterschaftstest und so weiter. Eine von den Kandidatinnen ist tatsächlich Endredakteurin geworden im Programm Quarks & Co. Das ist tatsächlich viel Stoff, aber wenn man sich dafür interessiert, dann funktioniert das. Interesse ist das, was hier am wichtigsten ist, eigene Motivation. Es ist nicht mehr so wie in der Schule. Man hat nicht mehr diesen Verband. Es kommen Leute von überall her. Man ist offener und man lernt so viele unterschiedliche Menschen kennen. Heutzutage gibt es sehr viele unterschiedliche Berufsmöglichkeiten, weil Biologie sowohl beim Landeskriminalamt gefragt ist, wenn es um DNA-Sequenzvergleichen geht, Täterbestimmung, Vaterschaftstest und so weiter. Eine von den Kandidatinnen ist tatsächlich Endredakteurin geworden im Programm Quarks & Co. Das ist tatsächlich viel Stoff, aber wenn man sich dafür interessiert, dann funktioniert das. Interesse ist das, was hier am wichtigsten ist, eigene Motivation. Es ist nicht mehr so wie in der Schule. Man hat nicht mehr diesen Verband. Es kommen Leute von überall her. Man ist offener und man lernt so viele unterschiedliche Menschen kennen. Heutzutage gibt es sehr viele unterschiedliche Berufsmöglichkeiten, weil Biologie sowohl beim Landeskriminalamt gefragt ist, wenn es um DNA-Sequenzvergleichen geht, Täterbestimmung, Vaterschaftstest und so weiter. Eine von den Kandidatinnen ist tatsächlich Endredakteurin geworden im Programm Quarks & Co. Das ist tatsächlich viel Stoff, aber wenn man sich dafür interessiert, dann funktioniert das. Interesse ist das, was hier am wichtigsten ist, eigene Motivation.